Hallo Sven, um was handelt es sich beim neuen Familienmitglied in der Serie der Wolf Wohnraumlüftung? Es handelt sich hier um das Wohnraumlüftungsgerät CWL2225 mit Wärmerückgewinnung. Mit diesem Lüftungsgerät lassen sich Einfamilienhäuser sowie auch einzelne Wohnungen belüften. Warum lohnt es sich, ein Wohnraumlüftungssystem zu installieren? Was ist der Unterschied zum manuellen Lüften? Das beste Mittel, ein gesundes Raumklima zu erzeugen, ist ein ausreichender Luftaustausch. Verunreinigungen wie Feinstaub, Pollen, Sporen, Bakterien und CO2 werden aus dem Wohnraum ferngehalten. Moderne Wohnräume werden immer luftdichter und das macht eine Belüftung unverzichtbar. Verstehe. Durch die Dämmung geht zwar weniger Heizenergie verloren, aber es findet auch weniger Luftaustausch statt. Und es würde die Feuchtigkeit im Wohnraum erhöhen. Außerdem beeinträchtigt die schlechte Luft, vor allem durch einen zu hohen CO2-Gehalt, die Konzentrationsfähigkeit. Geöffnete Fenster würden jetzt den Lärmpegel im Wohnraum erhöhen. Außerdem geht wertvolle Heizenergie verloren. Und genau hier setzen jetzt unsere Wohnraumlüftungssysteme an. Alles klar. Schauen wir uns die Eigenschaften und technischen Daten des CWL2225 mal genauer an. Das CWL2225 ist ein äußerst effizientes Lüftungsgerät mit einer maximalen Luftleistung von 225 Kubikmetern pro Stunde. Im Nennluftbetrieb sind es 155 Kubikmeter pro Stunde. Dabei braucht es nur 20 bis 30 Watt Elektroenergie und ist daher unglaublich sparsam. Mit 600 mm Breite, 455 mm Tiefe und 650 mm Höhe ist es sehr kompakt. Deshalb ist es perfekt geeignet für Wohnungen und Häuser mit einer Wohnfläche bis 150 Quadratmetern. Das ist wirklich sehr kompakt. Was ist noch besonders am CWL2225? Ganz neu ist der integrierte Kugelsiphon. Das vor allen Dingen im Winter anfallende Kondensat muss abgeleitet werden. Durch diesen Siphon wird verhindert, dass Falschluft angesaugt wird. Dennoch wird das Kondensat sicher abgeleitet. Zudem haben wir im Lüftungsgerät ganz neue Ventilatoren mit echter Volumenstrommessung verbaut. Eine Wohnraumlüftung muss sehr leise sein, damit die Bewohner nicht gestört werden. Stimmt. Darum haben wir es uns zum Ziel gesetzt, mit unter 40 dBA eines der leisesten Lüftungsgeräte zu entwickeln. Sonst könnte man ja gleich das Fenster aufmachen. Stimmt, aber unsere Lüftungsgeräte halten viel mehr als nur Lärm ab. In jedem unserer Lüftungsgeräte sind in der Zuluft spezielle Luftfilter verbaut. Außerdem gibt es zusätzlich noch Feinstaubfilter und Aktivkohlefilter. Dieser Aktivkohlefilter filtert nicht nur Verunreinigungen aus der Zuluft, sondern neutralisiert auch Gerüche und Schadstoffe. Stimmt. Das vergisst man gerne mal. Dabei ist saubere Luft das A und O für die Gesundheit. Apropos, für unsere besonders gesundheitsbewussten Kunden haben wir den neuen Luftfilter UniAir Pure Air Absolut entwickelt. Dieser elektrostatische Luftfilter filtert nochmals aus der Zuluft 99,9% aller Staubpartikel, 98% aller Bakterien und 97% aller Schimmelsporen heraus. Diese Zuluft ist danach nahezu rückstandsfrei. Wow! Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie angenehm und sauber die Luft dann ist. Schauen wir uns das weitere, neu erhältliche Zubehör für das ganze Wolf-Wohnraum-Lüftungsprogramm in einem kleinen Film an. Das ist der universell einsetzbare UniAir-Luftverteiler. Er ermöglicht uns, durch den Anschluss der Hauptleitungen und den Anschlüssen für bis zu 28 Luftverteilerschläuchen absolute Flexibilität. Für einen besonders leisen Lüftungsbetrieb haben wir neu unseren UniAir Schalldämpfer, der direkt und kompakt auf das Lüftungsgerät montiert wird. Und ebenfalls ganz neu ist das UniAir Doppelgitter. Es vereint Außenluft- und Fortluftgitter in einer Einheit. Sie sehen gut aus und sind einfach zu installieren. Das sind unsere beliebten UniAir Zu- und Abluftventile in rund und eckig. Es gibt aber noch mehr Zubehör. Was zum Beispiel ist das? Um unseren Fachhandwerkern die Verarbeitung unserer grünen Luftverteilrohre zu erleichtern, haben wir speziell diesen Rohrabschneider entwickelt. Damit lässt sich das Rohr einfach und präzise abschneiden. Ich demonstriere das einfach mal kurz. Einfach und schnell, perfekt. Das nenne ich mal überdurchschnittlich. Vielen Dank dir, vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald.